ja, ist natürlich die überregionale Ausstellung, die wir das Pendant in der Ostschweiz mit der Olma haben. Und wir wissen genau, was so eine Ausstellung bedeutet und wie die ganze Region davon profitiert. Also ist eine gute Sache. Ja, also für mich als Stadtberner ist es eigentlich ein Mess, das jeden Tag, jedes Jahr dazugehört. Ich war jedes Jahr bis jetzt in meinem Leben, wo ich auf zwei Beinen stehen konnte. Und ich finde es immer schön, dass man dort zur Stadt und Land trifft. Das finde ich auch toll. Was sind die frühesten Erinnerungen, also wenn ihr als Kind schon gegangen seid? Was ist da geblieben? Putschauto fahren, das ist sicher eins. Oder eben auch all die Stände, die Raffeln, die man konnte ausprobieren konnte, wo man irgendwie Gemüsewürfel förmig schneiden konnte, all so Zeug. Also es ist wirklich schön und immer schön ist auch, dass es einen Sportanteil hat zwischen IBS und so. Was hat euch dazu bewogen, heute hier teilzunehmen oder diese Stunde herzukommen, Fragen zu beantworten? Es ist sehr wichtig, dass wir uns als Parlamentarier der Öffentlichkeit zeigen, dass wir ins Gespräch mit der Bevölkerung kommen. Und da sind Ausstellungen ganz gut. Da werden normale, klare, einfache Fragen gestellt.